Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur fünften Folge meiner Karriere hier mit Real Madrid. Und in der letzten Folge hatten wir ja sehr, sehr viel Transferwesen und kein Spiel. Das Spiel startet jetzt hier gleich und danach kommen noch ein bisschen Administrator-Sachen über und vom Verein. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Spiel rein und das ist das Halbfinale des Asian Elite Cup. Es geht gegen Al-Ahli und ich bin natürlich ganz, ganz klarer Favorit. Da sehen wir es. Also Chelsea gegen Bayern ist das andere Halbfinale und dann bin ich mal gespannt, ob wir die Bayern im Finale wieder treffen oder doch in jedem Spiel einen anderen Gegner hatten dann hier in diesem Cup. Das sehen wir aber dann, denke ich mal, nächste Folge bzw. Ende dieser Folge, wenn dann das Spiel vorbei ist und die Übersicht da ist. Wenn überhaupt weiterkommt. Das ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Man weiß ja nie, aber es sollte eigentlich schon klappen. Und hier kommen meine Ausstellungen. Kaelin, Navas im Tor, dann links Marcelo, Innenverteidiger Rafael Varane und natürlich der Kapitän Sergio Ramos. Rechtsverteidiger ist Daniel Carvajal, der ja ein richtig geiles Tor gemacht hat im letzten Spiel. Müsst ihr euch mal angucken. Casemiro und Isco im zentralen Mittelfeld. Dafür der Spielmacher, der die ganze Mannschaft leitet, Toni Kroos. Links außen auf dem Flügel ist natürlich, wer sonst, Cristiano Ronaldo im Mittel. Stürmerposition Karim Benzema und rechts außen Gareth Bale. Also eigentlich die Aufstellung, die es bisher immer gab, die Startaufstellung. Und geändert habe ich noch nichts, aber wenn dann mal die Neuzugänge kommen, wer die letzte Folge verpasst hat, sollte sich nochmal angucken, dann wisst ihr, welche ich meine, dann wird es vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. So, die spielen in einem 4-3-3, relativ offensiv, obwohl es gegen Real Madrid geht, soll mir recht sein, komme ich besser durch und ja, dann warten wir hier auf den Anpfiff, vor allem Highlights dieses Spiels, da werde ich hier anstoßen und los geht's auch schon mit Marcelo. Aber wir sehen, ja, die Dreierkette vorne im Sturm wird vielleicht gar nicht so schlecht sein, denn dadurch können die natürlich richtig gut Pressing machen. Naja, gucken wir mal. Also dritte Minute, Einwurf für mich und da ist schon mal Casemiro. Da ist Benzema, Ronaldo, an Pfosten Kroos. Ja, 1-0, das ging nochmal schnell. Vierte Minute, Toni Kroos macht weiter hier seine Tore. Richtig gut drauf schon, perfekt in der Saisonvorbereitung bisher. Benzema auf Kroos, dann scheitere ich mit, ich meine Benzema auf Ronaldo, da scheitere ich mit Ronaldo am Pfosten. Und diesen Schuss von Groß habe ich gar nicht mehr selber gemacht. Das hat das Spiel hier selber sozusagen reingeschoben, den Ball. Viertes Tor im Cup im fünften Spiel. Geht also, nee, im vierten Spiel. Und boah, es passt. So, aber jetzt hier, 12. Minute an den Pfosten. Eieiei, was, wer ist denn das? Erstens und zweitens, warum überhaupt? Kommen die hier so durch? Da wäre Navas auch nicht mehr hingekommen. Salman war der Schütze. Zum Glück nicht rein. So, Ronaldo. 16 Minuten auf der anderen Seite. Nochmal Ronaldo. An die Latte. Aber ist noch nicht vorbei. Carvajal. Dann Isco. Aber der war sozusagen schon deutlicher drüber. Aber ich habe hier trotzdem die gefährlichen Chancen. Oh, der war doch nicht so weit weg. Oh, hätte auch reingehen können. Aber es geht weiter. Mit Isco. Und zwar faul ich da einen Spieler, wie es aussieht, ganz schön rüde um. Hoffentlich kriege ich in der 34. Minute hier keine rote Karte. Nein, ist nur die gelbe für Isco. Das geht komplett in Ordnung, muss ich zugeben. Da bin ich sehr hart reingegangen.
gegen Nummer 4, boah, gegen Valley, glaube ich, der ist auch nicht gut gefallen. Und er muss sogar ausgewechselt werden, wie es aussieht. Also, erster Wechsel in der 34. Minute bei den Gästen, aber verletzungsbedingt durch meinen Isco. Passiert halt mal. So, aber jetzt kommt hier das 1-1 in der 43. Minute. Da habe ich mal komplett nicht aufgepasst. Und wie heißt der? Fedidis oder sowas. Klingt nach dem Griechen. Gut, sehen wir da nochmal. Macht ihr das 1-1. Sehr, sehr schlecht verteidigt mit Marcelo am Anfang. Und dann komme ich mit Varane auch nicht hin. Sergio Ramos bleibt bei seinem Spieler, den decken muss. Na was, da können wir wieder sprechen. Kann er den halten oder nicht? Rein ging er. Ja, 1-1, aber ich mache mir da relativ wenig Fettfazidis. Na gut. Mache ich mir relativ wenig Gedanken, denn ich sollte es trotzdem gewinnen hier. Hoffe ich mal auf jeden Fall. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und jetzt ist Halbzeitpfiff. Also, 1-1 im Halbfinale. Hätte ich mir ein bisschen anders gedacht, vor allem mit den Chancen, die ich hatte. Aber ich habe es mal wieder nicht reingemacht. Wie so oft bei mir, bei meiner Spielweise. Nicht so gut. Was soll man machen? Auf jeden Fall haben wir schon zwei Tore gesehen. Groß in der 4. Minute und in der 43. Minute. Die Auswärtsmannschaft hier. Zweite Halbzeit startet jetzt. Und ich möchte es hier relativ schnell das 2-1 machen. Mal sehen, ob es auch klappt. Aber erstmal die Gäste wieder mit dem Torschüssen und da ist der Torschuss. Aber ich kann mit Marcelo schön klären. Und wir sehen eine Statistik von Cristiano Ronaldo. Zwei Schüsse, zweimal ans Aluminium. Das ist natürlich bitter, aber da kommt Bale in der 63. Minute auf Groß, auf Isco. Aber der Torwart hält. Und wir sehen einen Doppelwechsel bei den Gästen. Der dritte insgesamt von ihnen. Bei mir wird auch noch einer jetzt ins Spiel kommen. Und zwar geht Isco und dafür kommt Kovacic. Der gelb vorbelastete verlässt den Platz. Hätte besser spielen können. Bin ich so überzeugt gewesen. Deswegen so runter. Und jetzt haben wir hier Kovacic. Ne, Benzema auf Kovacic. Ah, der hätte gleich hier sein Tor machen können. Nacho Fernandes kommt für Rafael Varane. Nochmal was Frisches hinten in der Abwehr. In der 70. Minute. Ich muss hier dringend mal was ändern. Und Asensio kommt für Groß. Groß hat hier nicht so sein Spiel heute durchbringen können. Außer dem Tor. Da stand er aber eigentlich auch schon ja mit dem Ball im Tor. Aber gut, hier. Es geht weiter. Da ist Benzema, da ist Asensio. An die Latte und dieses Tor zum 2-1. 78. Minute. Hatte ich ein glückliches Händchen gehabt, als ich ihn eingewechselt habe. Sehr schön. Bale auf Benzema. Benzema scheitert an Verteidigung. Und dann ist das Tor komplett frei, weil der Torwart rausgeht. Richtung Ball. Und Marco Asensio macht hier sein erstes Tor in den Cup. Und bringt mich in Führung. Vallejo kommt für Marcelo noch ins Spiel. Und jetzt müssen wir es eigentlich nur mal halten noch. Nochmal Doppelwechsel bei den Gästen. Okay. Ich würde ja zu den Wechseln was sagen, aber ich kenne leider keinen einzigen Spieler. Und bei mir kommt noch Ceballos für Casemiro. Positionsgetreue Wechsel. Und für Bale Lucas Vázquez, der ja im letzten Spiel, ne, im vorletzten Spiel schon gleich nach der Einwechslung ein Tor gemacht hat. Mal sehen, was heute wieder passiert. Aber wir sind schon in der Nachspielzeit. Benzema an Pfosten und oh, Asensio kam nicht mehr ran. Schade. Egal. 2-1 gewonnen. Wir stehen im Finale des Cups. Gleich beim ersten Turnier mit im Finale stehen. Das ist schon mal eine klare Ansage von mir an den Vorstand, dass sie vielleicht doch alles richtig gemacht haben mit meiner Verpflichtung. Gut, muss man natürlich erstmal alles abwarten noch.
Marco Asensio hier, ein Schuss, ein Tor, eine gute Sache. Und es könnte sogar sein, dass er Spieler des Spiels ist oder nicht sehr lange gespielt hat. Schon krass. Da sieht man mal, dass dieses Spiel von meiner Seite aus nicht so berauschend war. Ja, dann gucken wir uns doch mal hier jetzt noch an. Vielleicht sehen wir, wer im Finale steht gegen uns. Und es ist Chelsea. Chelsea hat Bayern 2-0 besiegt. Das kann doch mal schön werden. Noch ein weiterer neuer Gegner. Und wir kriegen schon mal 3,5 Millionen zusätzliches Transferbudget, denn wir haben es ins Finale geschafft. So. Wir haben noch eine Meldung, Pressekonferenz. Es geht um Chelsea, schätze ich mal. Gucken wir nochmal nach. So ist es. Also, wir loben erstmal mein Team hier. Ja. Und mal sehen, ob die Motivation was gebracht hat. Dann lassen wir mal ein bisschen hier trainieren. Das ist ja auch neu. Bisher in der Karriere hier bei mir. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich immer das vergessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt machen wir es mal. Letzte FIFA in der Karriere habe ich richtig gemerkt, dass es was bringt, wenn man die Karriere hochschraubt. Also ich meine in der Karriere, wenn man da die Trainingseinheiten immer macht, denn die Spieler gewinnen echt an Stärke und sind vor allem hinterher auch natürlich auch ein bisschen mehr wert, weil sie ja einen anderen Marktwert haben durch ihre neue Stärke. Ja, und deswegen wollte ich das eigentlich jetzt hier auch wieder einführen, dass ich jede Woche das hier mache. Also Spielewoche. Und dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen den Kalender an, wie was läuft, was die nächsten Spiele sind. Also Chelsea natürlich. Oh, und dann am 31. Pokal Supercup, oder? Pokalspiel. Gegen Barcelona. Das ist schon mal eine starke Ansage. Ja, und wenn es euch gefallen hat, das Video, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen, ein Kanal-Abo noch und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Karriere oder Preview der ersten Bundesliga. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.